Ja, liebe Radfahrer, schaut euch dieses Video an oder die nächsten zwei, die danach kommen, auch noch. Es ist eine Serie. Ich fahre mit den Kröki Twins, also hier Hälfte der Familie, über 3 Tage durchs Bergische Land. Am ersten Tag über einen Panoramaradweg Bergisch Land. Dann beim zweiten Tag an der Ruhr entlang. Und der dritte Tag geht ganz klassisch von Hattingen aus wieder zurück über die Nordbahntrasse, über die Glückauftrasse, wieder zurück nach Solingen. Schaut euch's an, es ist richtig spannend. Wir sind gerade hier auf der ersten Tour. Guten Morgen bei Krückis E-Bike-Tipps. Ich bin mit meinen beiden Großen dabei, mit meinen Twins. Hallo. Die fahren heute einen mega weiten Weg. Und zwar mache ich das erste Mal in meinem Leben eine Mehrtagestour. Die Kilometer am Tag sind gar nicht so viel, aber die Herausforderung ist wirklich, irgendwo anzukommen, einzuchecken, auszuchecken und wieder weiterzufahren. Und natürlich immer das richtige Zeug dabei zu haben. Mal gucken, wie alles klappt. Ihr seid dabei. Bis dann. Tschö, viel Spaß. Oh, wir fahren auf der Höhe los. Solingen auf der Höhe starten wir das große Projekt. Fahren jetzt die ersten Meter aus Solingen raus. Wir melden uns, wenn wir aus Solingen raus sind. Wir sind jetzt gerade am dem Bahnübergang, der am längsten zu hat. In ganz, weiß ich nicht, gefühlt Deutschland. Ich hoffe, wir haben jetzt Glück, weil gerade sind die Schranken runtergegangen. Nicht umsonst ist hier was zum Hinsetzen anscheinend. Wir sind jetzt fahren an den Bahngleisen vorbei Richtung Hahn. Da müssen wir auch dann hin. Durch Hahn durch. Doch, mit dem Gepäck hier. Richtiger Packesel. Wobei, doch, mach ruhig. Wenn das gut klappt, dann fahr so. Geht jetzt hier nochmal gut den Berg hoch. Fahr. Halte den Schwung. Ja, ich glaube, dann ist egal, ob ich jetzt 3 Wochen fahre oder ob ich nur 3 Tage fahre. Vom Packvolumen tut sich da nicht viel. Geradeaus. Daher war das heute schon eine richtige Anstrengung hier und Durchplanung. Das war alles haben. Jetzt Sonntag ist natürlich wunderschön hier. Nichts los, ne? Kein Straßenverkehr. Herrlich. Wir sind jetzt. Wie viele Kilometer Entfernung? Ne, wir müssen noch 47,2 und sind jetzt ungefähr 6 Kilometer unterwegs. Hier ist Hahn Mitte. Hier könnte man auch sein Rad aufladen. Wir fahren aber jetzt hier rechts. Das ist hier so ein richtiger Zerstörerberg hier. Erster Gang Turbo. Am besten.
Gipfel ist schon zu sehen. Hier kommen nochmal Pöller. Noch ein bisschen geht's hoch und dann sind wir oben. So, 980 Meter nur noch. Wahnsinnsaussicht hier. Schön hier. Wir fahren jetzt quasi geradeaus über die Straße auf den Radweg. Nee, brauchen wir gar nicht. Fahren wir auf die Straße. Da ist irgendwas voll gesperrt. Ich hoffe, da kommen wir durch. Erstes Abenteuer, super. Erste Hürde, aber das schaffen wir. Da kann man vorher hoffentlich abbiegen. 120 Meter rechts. Ja, das sieht, könnte knapp werden. Ach, der hätten wir durchgedurft. So, Vorsicht, da müssen wir hier durch den Schotter. Dann machen wir da erstmal hier eine Trinkpause. Ruhig hier im Schatten noch. Du kannst was trinken, Lukas. Ja? So. Eine der schönsten Aussichten aus der Umgebung hier. Richtig herrlich. Wir sind hier in Hahn, also Hahn Ost ist das eigentlich, und fahren jetzt ins Tal gemeinsam. Dafür nehme ich mal beide Hände ans Lenkrad und versuche dann mal vorsichtig zu machen hier. Man merkt schon, dass hier richtig Gewicht drückt. Ich habe hier zwei volle Packtaschen hinten dran. Der Lukas hat hinten auch sein Gepäck drin. Wir haben da sogar einen kleinen Gaskocher bei, weil wir wollen heute draußen Mittag essen. Wir wollen das alles mal ein wenig günstiger gestalten. Was wir nicht machen werden, ist campen. Da sind wir nicht die Freunde von. Da wollen zwei Übernachtungen in der Unterkunft, die sollen reichen. Aber sehr schön hier. Ein bisschen mit den Bremsen hier aufhalten, die mir nicht verglasen. Ich will auch nicht so schnell werden mit dem Kerl da hinten. Normalerweise fahre ich hier deutlich zügiger runter. Vorsicht, Dreck! So. Eieieiei. Nein. Fahren wir durch hier den schönen Tunnel. Sehr futuristisch. Schön. Ja, wir haben hier echt eine tolle Landschaft. Morgen. Bisschen hier hochquälen, dass es da hinten wieder runter geht. Wie geht's dir? Super. Okay.
Vorsicht hier. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Danke. Bitte? Ich habe den nur hupen gehört. Ich habe gedacht, da kommt jetzt auch wirklich was. Und war ja richtig so. Gut, das ist jetzt hier noch eine Gegend, kenne ich mich natürlich noch aus, also richtig gut sogar aus. Aber es ist immer wieder schön neu anzusehen. So, hier geht's wieder runter. Aufpassen. Hier ist irgendwo Halde 7, kann man schön auch wandern. Hier wird wahrscheinlich ein paar Stunden später, wird hier richtig weit los sein. Noch haben wir das alles für uns hier, schön. Im Moment war alles richtig gut, ohne dass man großartiges Können haben muss. Ihr könnt also die Tour gerne nachfahren bei Komoot. Ich setze euch hier einen QR-Code unten rein. Die lässt sich also wunderbar fahren. Man kann ja bei Komoot auch wunderbar noch mal was korrigieren, für sich selbst anpassen und so weiter. Das ist ja alles möglich. Jetzt haben wir Energie gespart, immer schön in den Berg reingerollt, ohne auch zu bremsen. Das heißt auch Bremse geschont. So muss das sein. So, hier oben warten wir. So, jetzt haben wir Wochenende. Jetzt kann man anscheinend da oben auf die Halde drauf. Das ist in der Woche gar nicht möglich. Ich glaube, da sind Menschen oben drauf. Aber muss jetzt auch nicht sein. Hier ist kurviger, muss man aufpassen. Auch schön hier mit Schwung wieder hochzukommen. Das ist vorteilhaft. Viele kleine Ortschaften hier. Durch diesen Ort fließt auch die Düssel. Kann man an kleinen, kurzen Stellen sehen. Links von uns ist die Düssel. Ah, wie schön. Dafür, dass sie nachher in Düsseldorf wirklich verschwindet und durch die Düsseldorfer Innenstadt durch einen hässlichen Kanal gedrückt wird, ist das hier eine sehr, sehr schöne Gegend. Ist schöner, nämlich. Guck mal, was die hier an Fahrzeugen haben, du, meine Herren. Meine Güte, ein Kindergarten ist ja nichts dagegen. Sehr nett. Ich liebe Fachwerk.
gerade frisch hier das Gras gemäht worden. Das riecht ja richtig gut. Bitte? Ja, ja, mach ruhig. Eieiei, ist das holprig hier, du. Ah, da komm, schnellere. Ja. Morgen. Morgen. Wie viel Akku hast du denn noch? Wie viele Balken? Sind das fünf? Dann kannst du mal ein bisschen mehr Strom benutzen. War ich auch schon des Öfteren mal. Aber es ist echt immer wieder sehr schön hier. Guck mal hier. Wir haben hier eine schöne Altstadt, Lena. Hier, oder? Wo das Restaurant noch drauf hast. Wollt's mal eben schießen? Restaurant und voll, nehmen wir es. Ja, sehen uns bestimmt öfter heute. Ja. Ich möchte noch mal an dieser Stelle schöne Grüße ans Jugend- und Kinderhospiz Balthasar in Olpe richten. Ihr macht echt super Arbeit und wir sind auch immer froh, wenn wir zu euch kommen können, gerade hier mit dem kleinen Krücki. Hervorragende Arbeit, super toll. Alle, die das sehen, die sind auf Spenden angewiesen. Also schaut euch mal die Internetseite von denen an und schaut mal, was er da zu viel hat am Geld, was er ja, für einen guten Zweck geben könnt. Schöne Grüße auch von der Lena, richtig. Lukas natürlich auch, ne? So, soll ich dir was sagen? Das geht jetzt richtig lang bergauf. Aber nicht steil, sondern immer steht. Ach so, ja, das auch. So, wir verlassen Düssel. Wir haben jetzt 18,3 Kilometer schon gefahren. Und wir haben 11.27 Uhr. Geht's auf den Panorama-Radweg, auf einen der vielen. Und das ist der
Jetzt sind wir auf der Bahntrasse. Hier sind halt früher Züge hergefahren. Güter, Personen, alles noch zu der Zeit, wo ja, sehr viel Ware von einem Ort zum anderen mit einem Güterzug transportiert worden ist und nicht mit einem LKW. Ist schön kühl, ne? Aber es geht permanent bergauf. Dauert auch noch eine ganze Zeit, bis es. Aber immer nur so schön leicht, ne? So 3% Steigung haben wir nur. Damit lässt sich ja gut leben. Jetzt unterqueren wir hier nochmal eine große Hauptstraße. Hier muss man so ein bisschen aufpassen, das ist hier eine ganz gefährliche Ecke. Vorsichtig hier. Vorsicht, der Gegenverkehr. Ah, an der engsten Stelle hier. Tour mehrfach. Da vorne das Pärchen, was da gerade weit wegzieht. Das haben wir jetzt schon das zweite Mal, dritte Mal haben wir schon gesehen. Ja, je nachdem, wie man hier Pausen macht, passiert das also auch öfter. So, jetzt sind wir in Wülfrath. Wir haben 27 Kilometer gefahren. Ist das so? Nee, 22. Und jetzt wechseln wir die Richtung auf der Trasse. Die Trasse bleibt. Nach 600 Metern. Und diesen Abzweig, den verpasst man gerne. Jetzt mit Komoot geplant über die Bosch Flow App navigierend, sollte das aber hier kein Problem sein, da jetzt den Einstieg richtig zu finden. Selbst wenn man mit Komoot plant, dann muss man da echt dreimal an der Stelle gucken, dass man diese Richtungsänderung mitkriegt. So gefühlt fährt man nämlich wieder ein Stück zurück. Ihr seht es auf dem Display gerade. Ne, gefühlt geht es ja eigentlich wieder zurück. Aber das müssen wir machen. So, sind wir hier 180 Meter. Wir müssen gleich rechts. Gleich müssen wir rechts. Jetzt hier, würde ich sagen. Ja, hier hoch. Wird es ein bisschen enger. So, wir machen die Richtungsänderung jetzt gerade mit. Und der grobe Weg geht jetzt Richtung Felbert. Hier ist nochmal so ein Bock. Und hoch. So, Lena, wenn wir jetzt eine Bank sehen mit Stühlen, dann können wir schon langsam mal die Mittagspause einläuten. 11:45 Uhr. So ein bisschen wie im Altenheim essen so früh, aber ich meine, hier kommen jetzt ein paar schöne Sachen, wo wir halten können. Sehr, sehr schöne Trasse. Geht jetzt bis Felbert immer nur berghoch. Also, ja, ich guck gleich mal, blende euch mal ein, wie viele Kilometer das hier hochgeht. Aber sehr human. Ist natürlich jetzt mit Anhänger hier schon, ja, schon schwer. Ne? Schwer hier, alleine wäre ich hier flotter hoch mit weniger Stromeinsatz, also geringeren Verbrauch. Aber haut gut hin. Lena macht auch noch gut mit. Und einen Rastplatz haben wir immer noch nicht. Gucken wir mal.
Vorsicht, wieder Sperre. Ah, hier ist nur eine Bank. Mittagessen kochen. Ne? Gut, dann gucken wir, wie wir das jetzt alles hinkriegen, Lena. Hier haben wir was. Teller. Ich mache hier noch irgendwo. Haben wir auch Steck. Hallo. Hallo. Hier ist die Verpflegungsstation. Ja, genau. Ich glaube, das reicht nur für uns. 60. 60 schon? Ja, ist doch. Aber ich habe nur 70 vor der Brust und muss jetzt auch. So, Fütterung der Raubtiere hier. Mal schauen, ob es schmeckt. Sieht nicht so lecker aus, aber wir gucken mal. Wir gucken mal, was das so bringt, ne? Das ist auch so, ne, Lukas? Kannst du mal eben da weggehen? So, wir machen jetzt wieder... Wir spülen jetzt unsere Sachen. Auch hier so ein UFO-Bau hier. Ganz merkwürdige Architektur. Aber schick. Mal was anderes. Wieder hier solche Ruhestätten, wo man sofort sieht, das war früher mal hier ein Gleis, ein kleiner Bahnhof. Ja, also hier, hoppala, war hier mal ein Bahnhof, hier ist das Gleis gewesen, der Bahnsteig. Jetzt habe ich hier so eine Fitnessbude, eine Outdoor Fitness. Das sieht man auch immer öfter. Und alles schön durch den Schatten. Dann werden wir wahrscheinlich morgen nicht haben. Überall hier diese schönen Brücken, diese alten, die hier immer wieder über die Trasse gehen. Waren ja jahrelang, waren die ja quasi hier überhaupt nicht mehr genutzt. Und sind auch verwuchert und wurde nichts dran gemacht. Und jetzt so bei dem Fahrradboom, vielleicht auch schon so ein bisschen vorher, wurden die alle wieder so ein bisschen hergerichtet. Und das ist hervorragend. Das ist wie so Autobahn für Radfahrer. Keine Ampeln. Echt super. So. Hier lang, hier runter.
bisschen durch die Innenstadt, hat man so das Gefühl. Sind gleich die Häuser rechts und links sehr nah beieinander. Ist auch wieder eine Rastmöglichkeit, wird gut genutzt. Riesenspielplatz hier in der Nähe. Das gefällt mir gut hier. Auch die Mülleimer sind angeordnet für die Radfahrer. Ist ja schon fast wie auf der A3 hier. Uiuiuiui. Ja, die Trasse ist nicht. Die ist echt für alle da. Genau. Ja, da muss man nicht nebeneinander gehen. Das ist Quatsch. Aber typisch. Echt, das gibt's nicht. Ihr macht das super. Ist ja wie auf der A3 hier, Mensch. Ist frei? Ja, ist frei. Super. Hier kommt so ein Mülleimer, so ein klassischer, hier für Radfahrer. Da ist nochmal ein Radfahrer gedacht worden. Schon gut gemacht hier. Wir sind hier Felbert, die Richtung sind wir hier. Ich glaube, jetzt kommt die Stelle mit den ganzen Häusern ganz eng, die kommt jetzt erst. Eben voll vertan. Genau. Hier, ja, das ist cool. Sieht gut aus hier, ne? Lena? Sieht gut aus hier, ne? Mal ganz anders. Eine Brücke durch die Stadt. Ja, das hat was. Trotzdem habe ich immer noch keinen Kaffee hier. Felbert sind wir hier in der Nähe. Felbert Mitte. Eben waren wir ja in Neviges. Felbert Neviges. Haben wir noch eine schmale Brücke. Diese hohe Einzäunung spricht immer dafür, dass das sehr tief runter geht. Ja, ja, geht's auch. Ja, wir überqueren hier gerade so ein Tal. Bei Felbert. Herrlich, herrlich. Wir rollen die ganze Zeit schon so schön. Man braucht nichts tun, man wird einfach nur schnell. Die ganze Zeit, die wir eben berghoch gefahren sind, fahren wir jetzt bergab.
und wir warten immer noch sehnsüchtig auf den Kaffee. Auf die Kaffeerösterei, aber ich vom Gefühl her, jetzt sollte sie endlich mal kommen. Wir kommen über eine besondere Brücke, da ist ein Waggon. Das sieht man nur von außen, ich kann euch mal ein Bild davon zeigen. Das ist hier ein Güterwaggon, wo wir gerade drüber fahren. Was war das? Schön hier. Wird es ja ein bisschen kühler. Also Bäume ausmachen, ist der Hammer. Wie viel kühler das sofort wird, ist herrlich. Wir haben es auch wieder mal für die Jugend getan. Nur Gastronomie haben sie nicht anscheinend. Das haben sie nicht. Ah, super gemacht, super. Ist der Beste. Der Beste, der Schnellste, der Tollste. Ein Spinner, ey. Kann ich nicht ab, sowas. Nur bergab. Schön kühl. Immer schön durch die Natur und trotzdem super asphaltiert. So lässt sich's leben. Riesenbrücke. Jetzt kommt noch mal eine Riesenbrücke, ein Riesenviadukt, wo wir drüber fahren. Müsste auch jetzt langsam am Ende der Trasse sein. Wow, ist das nicht herrlich? Wolltest du ein Bild machen? Ja, warte. Dann lang auch in einer Trinkpause. Du kannst auch noch mal trinken. Ja. Vielleicht mal hier neues Wasser machen bei dir, ne? Machst du immer auch Querbilder? So, für solche Sachen machen wir das. Das ist doch schön herrlich hier.
das Panorama hier. Wow. Also hier in die Richtung, wo ich gerade zeige, geht es nach Essen. Das weiß ich. Ich weiß ja auch, wo wir hergekommen sind. Da geht es nach Velbert. Ja. Und hier jetzt, ist einfach nur schön. Fast trocken. Unsere Wäscheleine haben wir hier noch. Na, du hast am meisten hast getan. Du hast ne? aufgenommen, ne? Ja. Gut, kannst auch weiter aufnehmen. Ja. Was? Ich bremse? Ne, jetzt wird es noch mal ein bisschen steiler, geht es jetzt hier runter. Dann verlassen wir eigentlich die Trasse. Danke. So, jetzt geht's hier runter durch den fetten, dicken, dunklen Tunnel. So, hier rechts. Jetzt sind wir auch von der Trasse runter. Jawohl, geht ab hier. Erreicht. Hier ist schön, ne? Hier ist sehr schön. Machen wir hier eine Pause, ne? Dann fahre ich hier rein. Warte. Und die mit. Die Tasche nehmen wir mit. So, dann kommst du jetzt mit deinem Rad. Die Kamera nimmst du mal eben ab in deine Tasche, wenn möglich. Ja. So, wir haben lecker unser Mittagessen, quasi unser Nachtisch gerade gehabt. Und haben uns jetzt wieder auf den Weg gemacht. Wir sind jetzt entlang der Ruhr, wo ich schon vor 3 Wochen mal war, nur halt andersrum von der Richtung her. Jetzt fahren wir aufwärts,
stromaufwärts. Auch nur noch 8,7 Kilometer bis zur Unterkunft. Das heißt, wir haben enorm lange Zeit, hier noch irgendwas zu machen. Warum? Hier ist also überhaupt kein Platz. Eine schöne, enge, niedrige Brücke hier. Und die Fahrräder abgestellt. So, wir sind angekommen in unserer Unterkunft. Parkhaus Hügel heißt das hier. So ein wunderschönes Hotel direkt am See, Waldener See. Die Villa Hügel ist in der Nähe, habe ich gehört. Und wir haben uns jetzt hier häuslich gemacht. Hier ist das Bett für die Große. Hier lade ich gerade meinen ganzen Elektronikkram, dass das bis morgen alles wieder aufgeladen ist. Und hier ist das große Bett, wo der Lukas und ich die Nacht schlafen werden. Somit ist der erste Tag schon wieder vorbei und wir haben hier schön eingecheckt. Ich hoffe, die Nacht wird auch noch super, das Frühstück wird klasse und dann geht das morgen wieder weiter. Heute sind wir halt erstmal hier an der Ruhr und wir werden morgen auch noch ein Stück an der Ruhr weiterfahren bis Hattingen. Aber dann guckt euch den zweiten Teil an. Ja, über ein Abo würde ich mich freuen und über Kommentare natürlich auch. Bis dann, bis morgen!